Herzlich willkommen, liebe Freunde, hier zu Let's Play Minecraft Atlantis Part 7. Super, dass ihr wieder dabei seid. Schön. Jo, was machen wir heute? Wir werden auf jeden Fall von Befestigung Atlantis, wie ich diese Insel jetzt gerade mal so ganz provisorisch nenne, werden wir die Steine durch fruchtbare Erde ersetzen und auch den Sand durch Erde ersetzen, damit die Flora und die Fauna schön gedeihen können. Sprich, wir haben hier Schafe, Schweine, alles Mögliche und natürlich auch saftiges grünes Gras, Bäume, alles Mögliche. Ist vieles geplant. Jetzt, wo ich es gerade Befestigung Atlantis hier nenne, für diese Insel, die als ja als Pforte in den Boden führt, also als Pforte dient, um dann letztendlich in den Boden nach Atlantis zu führen. Super, der Satz war noch schlimmer. Ihr wisst, was ich meine. Wir brauchen für diese Insel, denke ich mal, einen Namen. Also, was weiß ich, sowas wie Sektion 38 oder sowas in der Art. Also schon etwas ausgefallen, aber ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Denkt euch mal einen schönen Namen aus, wäre echt super. Jo, wie gesagt, was ist heute der Plan? Drei Dinge stehen an. Zunächst einmal, ja, hier den Boden mit fruchtbarer Erde versehen. Dazu vielleicht noch ein paar Bäume pflanzen. Als zweites dann eine Mauer um diese Insel rumbauen. Und als drittes werden wir noch unseren Nachbarn Ümit Rittmeier, wie wir ihn dann im letzten Part genannt haben oder getauft haben, ja, werden wir honorieren mit einem Schild vor seinem Haus, wo sein Name Ümit Rittmeier draufsteht, um uns auch ja immer wieder an ihn erinnern zu können. Obwohl, warum sollten wir Ümit Rittmeier vergessen? Denn er ist ja echt hilfreich, er dient wirklich dazu, dass wir die Basis wiederfinden, sprich das Holzhäuschen, was wir da hinten haben. Denn seine Bude ist ja ein bisschen größer. Ist ein schöner Orientierungspunkt. Jo, und nebenher noch ein paar Kommentare vorlesen. Da ich immer noch nicht den Bimbo gefunden habe, der mir die Kommentare vorliest, könnte das manchmal hier ein ganz schönes Massaker werden. Aber meine Multitasking-Fähigkeiten werden sich verbessern. Ich glaube daran. Außerdem werde ich, wenn es recht ist, sozusagen, also ich werde es wohl nicht schaffen, Wort für Wort perfekt vorzulesen. Vielleicht ab und zu sinngemäß wiedergeben, denke ich. Und alle Kommentare werde ich wohl auch nicht vorlesen. Also jetzt hält es sich natürlich noch im Rahmen. Ich hoffe, dass da auch irgendwann mehr kommt. Also es sind natürlich schon wahnsinnig viele geworden. Also bin ich richtig geil. Aber ja, ich will nur damit sagen, stellt euch nicht darauf ein, dass euer Kommentar automatisch in dem Video ist. Aber momentan ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr hoch. Macht ja auch Bock sowas. So, was haben wir denn hier? Rillehö, du musst mal mir echt schreiben in den Kommentaren, am besten hier unter dem Video, wie die Aussprache deines YouTube-Namens. R-L-I-R-H-O-E. Wie soll ich das aussprechen? Rillehö. Schreib's bitte mal rein. Wäre super. Was schreibst du denn? Ich glaube, du überschätzt die Wirkung des TNT ein wenig. Die Sprengkraft ist zwar nicht schlecht, aber man benötigt schon eine Menge TNT, um wirklich viel Zeit zu sparen. Ja, ich hatte natürlich nicht vor, die Mega-Vorkommen an TNT jetzt ad hoc anzulegen. Ich war nur interessiert, wie das so abgeht, so eine Einheit TNT. Wenn wir dem nächsten Creeper begegnen, dann werden wir uns das einfach, dann werde ich mir einfach mal ansehen, wie das in die Luft geht. Wir alle freuen uns. Und dann werden wir natürlich weiterhin mit unseren Werkzeugen arbeiten erstmal. Ja, wie du schon gesagt hast, man spart nicht besonders viel Zeit. Und das war mir auch schon klar. Ich bin nur interessiert daran, wie TNT denn mal so in die Luft geht. War jetzt auch nicht so ein Riesending. Jo. Wenn wir einem Creeper begegnen, dann werden wir wohl mal die nötigen Rohstoffe eingesammelt haben. Um es mal krachen zu lassen an irgendeiner Stelle. Aber nicht über Rittmeiers Haus. Das ist heilig. So. Wieder ein bisschen um den heißen Brei gelabert. Empfand ich jetzt gerade so mit dem TNT. Die Bemerkung war gut. Ich meinte nur mein Gelaber. Versteht das nicht falsch. So. Du könntest deinem Nachbarn, also wieder Rillehö, also immer noch, der gleiche Kommentar, du könntest deinem Nachbarn Ümit Rittmeier ja ein Schild mit seinem Namen vor die Tür stellen. Ich würde nicht unbedingt offscreen weiterarbeiten. Naja, okay, das mit dem Schild ist klar. Und ja, du sagst, offscreen soll ich nicht weiterarbeiten, denn du willst das alles miterleben. Und als ich dann so im letzten Part den so abgedreht habe, da habe ich mir dann auch so gedacht, warum hast du denn jetzt die Leute gefragt, ob du offscreen weiterarbeiten sollst hier mit der Erde. Totaler Scheiß. Natürlich werden wir das Seite an Seite bearbeiten. Also ihr werdet natürlich alles mitkriegen. Das war jetzt auch eigentlich nur auf die Erde hier bezogen, weil ja klar ist, was ich hier machen will. Aber
Ja, ihr habt jetzt mehrmals geschrieben, dass ihr sehen wollt, wie ich das mache, und das macht ja auch alles. Es ergibt ja auch Sinn, weil das ist nun mal eben das Prinzip dieses Let's Plays, dass wir Stück für Stück uns heranarbeiten, und das soll man ja auch alles miterleben. Jo, guter Kommentar, guter Kommentar. Was haben wir hier noch? Ich würde mal ein wenig Eisen abbauen und dann dadurch eine Eisenrüstung sowie Eisenschwert kaufen und dann mal eine ganze Folge ausrüsten mit Spitzhackenrüstung und Schwert, drei Eimern und Fackeln, mir eine Höhle suchen und Mineralien abbauen. Jo, das werden wir auf jeden Fall mal machen, aber jetzt bin ich der Meinung, reicht im Moment noch, reichen die Rohstoffe noch, die wir momentan einsetzen? Ich habe momentan noch nichts, momentan, damit ich es nochmal ungefähr 100 Mal gesagt habe. Im Moment denke ich, reicht die Pflastersteinausstattung. Natürlich muss ich bald auf Eisen auch mal in vielen Bereichen umsteigen, aber verteidigen kann ich mich auch noch ganz gut mit dem Steinschwert, und das wird alles noch bis dato ganz gut laufen, zumal wir befinden uns auf einer Insel, größtenteils. Und da kann ja sowieso noch nicht so viel passieren. Ändert sich natürlich, wenn die Höhlen entstehen und ich mal zu blöd war, um eine Fackel zu setzen. Auf jeden Fall werden wir das ansteuern. Ja. So, jetzt schreibt unser lieber Schloti, wie immer ein guter Part. Dankeschön. Also ich fände es auch besser, wenn du alles aufnimmst, was du machst. Ja, Dankeschön. Das ist, wie gesagt, habe ich mir auch so gedacht, war eine blöde Bemerkung offscreen. Ist eine Scheißsache. Ist Kacke. Und es macht mir nichts, dass ich nicht dein Minecraft-Nachbar sein kann. Ich gebe mich auch mit einem Hund zufrieden. Ja, genau. Auf jeden Fall, irgendwer von euch hat mir ja schon mal ein paar Hundenamen. Scheiße. Ein paar Hundenamen aufgeschrieben. Da werden wir auf jeden Fall einen von nehmen. Und der zweite Hund heißt dann Schloti. Na, ich werde wahrscheinlich noch mehr Hunde haben. Ich werde etliche Hunde haben. Oder wir. Oh, was hast du noch? Oh, mein Mund ist schon ganz trocken. Ich brauche auf jeden Fall diesen Bimbo, der mir die Kommentare vorliest. So, was haben wir denn hier noch? Oh, Leute, eure Kommentare sind sau lang. Ich glaube, das ist das Problem. Vielleicht solltet ihr das in kleineren Kommentaren verpacken. Einfach mehrere schreiben, aber dafür, ne? Einfach weniger Informationen, aber dafür mehrere Kommentare einfach. Wisst ihr, was ich meine? Also schon gleich viel Information, nur in mehreren Kommentaren verpackt. Gott. Aber du kannst auch alle anderen Tiere anlocken und züchten. Das ist sehr praktisch, um immer Fleisch und Sachen zu haben, die du von den Tieren bekommst. Ja, genau. Das habe ich auch schon erfahren. Das ist wirklich praktisch. So. Jetzt erstmal hier noch die restlichen Erdblocken einfügen. Und deine Frage, Schlot, die war zudem noch. Eine Frage noch. Willst du die Insel aushöhlen oder Atlantis unter Wasser bauen? Ja, genau. Wie du vielleicht bemerkt hast, kann man nur eine begrenzte Zeit tauchen. Ach so. Gut. Dann ist das Let's Play gestorben. Ich dachte, man kann unendlich lange atmen unter Wasser. Nein, man kann nicht mal eine Sekunde atmen unter Wasser. So ein Scheiß. Mann, jetzt habe ich meinen Disk kaputt gemacht. Ja, Spaß beiseite. Natürlich werde ich einen Hohlraum erstellen, und ich hoffe, dass die Sandbank hier nicht so weit reicht, dass, wenn ich mich hier in den Boden reinarbeite, dass dann wirklich nichts mehr von dem Wasser zu sehen ist. Obwohl, nee, Moment mal, das wäre eigentlich schlauer. Denn es ist ja so, es ist ganz schön schwer, sich, wenn, das ist ja so, als wenn ich jetzt hier reinspringen würde und hier mich in den Boden reinarbeiten würde. Das würde ja etlich lange dauern. Hoffen wir, dass hier noch bis dato kein Wasser ist im Mittelpunkt, wenn wir uns hier erstmal in den Boden reinarbeiten, und nachträglich können wir noch Wasser hier um unsere Gebäude, ja, um Atlantis rumschwappen lassen. Das lässt sich ja alles noch erstellen. Ist ja gar kein Problem. So, komm her. Oh, jetzt wo ich es gerade sehe, müssen auf jeden Fall noch ein Steak fressen. Ja, und was haben wir hier noch? Du kannst ja am Eingang zu Atlantis Schilder aufstellen, worauf deine fast 200 Abonnenten stehen. Eine Ehrentafel sozusagen, aber nur wenn du Lust bzw. Zeit hast. Ja, das ist eine geile Idee an sich. Wirklich eine Hammer-Idee. Aber es ist so, demnächst kommt von mir zu den 200 Abonnenten, kommt ein... Moment. Oh, scheiße. Zu den 200 Abonnenten kommt ein Special raus. Das beinhaltet erstmal ein Infovideo. Also es ist ein Video, was einen Infoteil beinhaltet, in dem ich erkläre, wie mein Uploadplan demnächst geregelt aussehen wird. Und zudem wird es noch ein Gewinnspiel geben anlässlich der 200 Abonnenten. Was weiß ich so. Ich werde vielleicht so drei Codes verlosen, die Microsoft Points enthalten oder so. YouTube hat mir so viel gegeben, hat mir so ein bisschen den Stress genommen. Ich kann mich zurücklehnen und mir ein Video reinziehen. Und das werde ich jetzt mal meinen Abonnenten danken, indem ich mal ein paar Codes verleihe. Oh Gott, nein!
Okay. Vielleicht können wir jetzt ein bisschen TNT verdienen. Scheiße, scheiße, scheiße. Komm. Okay. Und. Komm, komm, komm. Perfekt. Und. Oh, es fehlt immer noch eine Einheit. Wie gesagt, zu den 200 Abonnenten, was ich dazu noch sagen will, das ist ja wohl heftig. Also wie viele Abonnenten ich in letzter Zeit dazu bekommen habe. Auf einmal ging das echt schnell. Das habe ich wahrscheinlich, Schloti, habe ich dir das zu verdanken? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall mitunter, denke ich mal. Auf jeden Fall sind da einige Abonnenten dazugekommen. Sehr geile Sache. Oh, scheiße. Da war ja die Erde. Warum habe ich die nie nicht gesehen? Jo, auf jeden Fall. Infovideo, wie werden meine Uploads aussehen, was ist mit Cameo geschehen, mit dem Let's Play, das ist auch noch eine wichtige Frage und dann folgend noch ein Gewinnspiel, was weiß ich, was da kommen wird, was ihr für ein Rätsel lösen müsst oder so, worin das Gewinnspiel besteht, auf jeden Fall, denke ich mal, gibt es 3 Plätze, Codes zu gewinnen, ja, das wird eine nette Sache, denke ich, zu den 200 Abonnenten, denn es soll nicht das offizielle 200 Abonnenten Special sein, denn ich will eigentlich das Manister Building weitermachen, also wieder neu errichten, auch hier in Border Day, hier wo ich auch mal Atlantis baue, ja. Und das soll denn eigentlich das offizielle 200 Abonnenten Special sein, sprich, ich werde das M und das A wieder errichten, ich werde die erhöhte Plattform wieder errichten, um da dann das M und das A drauf zu bauen und, ja, dann werde ich das N für die 200 Abonnenten bauen. Ich denke, wenn das Let's Play hier weiterhin so läuft, werde ich auch den nötigen Skill haben, um da auch locker mit fertig zu werden. Und jetzt muss ich mal rüberlaufen und mir ein bisschen Erde besorgen. Ich hoffe, ich kriege nicht gleich was auf die Fresse. So, irgendwie gerade ein merkwürdiger Part, muss ich sagen. Die Kommentare gingen sehr schleifend voran. Vielleicht muss ich mir da eine bessere Lösung... Ja, Multitasking wird sich natürlich verbessern. Mein Konzept wird sich verbessern. Ich werde bald nicht mehr so verplant sein, hoffe ich einfach auch mal. Ging heute ein bisschen schlieren voran. Schreibt ein bisschen kürzere Kommentare und dafür mehrere, dass ich immer noch so viele Informationen bekomme. Denn es ist verdammt schwer für... Weil ich muss ja immer nach links gucken zu meinem Laptop, um die Kommentare vorzulesen. Und haltet, vielleicht solltet ihr euch ein bisschen kürzer fassen. So, komm, 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 komm. Scheiße, ich bin eben fast... Nein! Oh, fuck, fuck, fuck. Oh, ich hab fuck gesagt. Ich hab fuck in einem Let's Play gesagt. Oh mein Gott! Nein, schon wieder gekratzt. Was ist denn hier los? Was? Was ist hier passiert? Wo ist meine Tür? Hä? Das gibt es doch nicht. Moment mal, wo ist meine Tür? Scheiße. Hier hat sich ein Dreckscreeper in die Luft gejagt, aber mit so einer... Mit... Mann! Moment. Komm her, du. Boah, ist das anstrengend, wenn man nicht bewaffnet ist. Ich schaffe es nicht. So, ich habe es geschafft. 2 Knochen... Ich werde gleich wiederbelebt. Oh Gott, ey, was ist denn hier los? Wann hat sich denn hier ein Creeper in die Luft gejagt? Ich habe ja nicht weitergezockt. Kacke. Wie viel Zeit ist in diesem Let's Play vergangen? 14 Minuten? Hm. Wir werden mal ein bisschen Erde abbauen, um das zu Ende zu bringen. Mit dem Knochen. Und dann müssen wir unsere Gegenstände zurückholen. Aber da waren ja gar nicht so extrem viele dabei. So wertvolle Dinge waren nicht dabei. Doch, oh, das Sprengpulver war auf jeden Fall dabei. Da brauche ich persönlich immer so lange, um das einzusammeln. Mann, okay. Wir ziehen rüber. Wir holen uns unsere Sachen zurück. Und Holz brauchen wir auch wieder. Damit wir das Schild für mit Rittmeier erstellen können. Oh Gott, was verwandelt sich dieser Part denn hier? Immerhin noch davon gesprochen, dass alles so ein bisschen durcheinander heute wieder läuft. Und dann passiert auch noch sowas. So. Puh, jetzt bin ich aus dem Konzept. Worüber kann ich denn jetzt reden? Ich will nicht über den Papst reden. Ich rede nicht über die Politik. Ich kann eigentlich über Amazon reden. Leute, es ist so, mein ganzes Leben besteht eigentlich aus Amazon. Egal, ob ich mir Musik kaufe, irgendwas anderes, irgendwelche Gegenstände kaufe, Spiele, sonstiges, das läuft eigentlich immer über Amazon. Zwar oft beim Mediamarkt oder so kaufe ich mir was. Ich kaufe mir Uncut-Spiele, kaufe ich mir auch aus Österreich, aber größtenteils ist es Amazon. Ich lese auch E-Books mit Kindle, also mit der Kindle-App für Android. Es ist alles über Amazon, meine ganzen gekauften Bücher und so. Und ja,
Im Moment ist es ja so, dass Ursula von der Leyen damit gedroht hat, Amazon abzuschaffen, so in Deutschland, so wie ich das rausgehört habe. Ein prima Witz. Ich habe wirklich eine halbe Stunde gelacht, weil es einfach so lächerlich ist. Weißt du, da hat Amazon, da kommt ein winziger Skandal. Oh, scheiße. Nee, Moment, da muss ich mich jetzt aus dem Gespräch zurückziehen, weil es sind mit Sicherheit einige von euch dabei, die vielleicht anderer Meinung sind. Ich glaube, dass das mit den Leiharbeitern ein bisschen sehr übertrieben ist. Klar hat man irgendwo den sozialen Druck ausgenutzt, man hat ausgenutzt, dass es nicht direkt einen Vertrag zwischen Amazon und den Leiharbeitern gibt, ist schon alles klar. Oh nein, die Erfahrungspunkte haben wir ja auch verloren. Wenigstens unsere Gegenstände zurück. Kacke, wieder auf 4. Ey Mann, jetzt weiß ich auch, was du mit der Eisenrüstung gemeint hast. Wir brauchen sie. Ach, das war jetzt aber auch wirklich nur, weil ich hier rausgegangen bin. Das ist aber interessant zu beobachten. Kaum geht man mal von der Insel runter, schon wird man getötet. Da sieht man mal, wie sicher man sich da fühlen kann. So. Perfekt. Super. Nur ich muss gerade überlegen. Nee, ich hab eine Eingebung. Moment. Ich weiß, das mache ich mit einer Spitzhacke, das ist scheiße blöd. Das Sprengpulver haben wir noch. Boah, 5. Schießpulver, nicht Sprengpulver. Da werden wir uns jetzt mal eine Schaufel besorgen. Was ich zu Amazon sagen wollte, mein Leben bezieht sich darauf, wenn Amazon weg wäre. Das wäre ein Kollateralschaden, der wäre unbeschreiblich für mich. Deswegen gehe ich einfach davon aus, dass das nicht passiert. Ich muss einfach davon ausgehen. Das darf nicht passieren. Es ist auch gar nicht möglich, als wenn die Politik da irgendwas drehen kann oder der Staat. Amazon. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich gerade ein niveauloses Gespräch führe. Ich glaube, ich ziehe mich aus dem Amazon-Gespräch zurück. Ich rede hier von Staat, ich rede von Politik, ich gehöre da nicht rein in die Branche. Leute, ne? Nehmen wir es so hin. Alles klar, worüber kann man noch reden? Ich habe eigentlich erwartet, das hat mich jetzt voll aus dem Konzept gebracht. Ich war voll im Fluss, bis mich dieser Creeper und so alle in die Luft gejagt haben. Ja, da lässt alles nach. Hoffentlich funktioniert das auch gleich hier. Ja, das können wir alles abtrennen. Moment. Web, 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 web. Ich will jetzt einfach den Sand am Rand wegmachen. Ich habe eigentlich geplant, den Sand noch zu ersetzen. Aber das ist eigentlich totaler Scheiß. Nochmal durch Erde zu ersetzen, das muss man jetzt nicht unbedingt machen. Ich kann ja auch einfach die Insel ein bisschen kleiner machen. Die ist sowieso zu groß geworden. So, wir werden auf jeden Fall den Grundstein setzen. Boah, also Glas werden wir auf jeden Fall genug haben. Man findet ja so viel Sand. Oh, schon wieder sowas. Schon wieder so eine blöde Bemerkung. Natürlich findet man viel Sand. Mann, ist da! Oh, peinlich. Dieser Amazon-Fail. Dann dieser Sprachfehler, wie ihr gerade wieder gemerkt habt. Oh Gott, ich muss ins Bett. Ah, oh, wie peinlich. Mensch, Mensch, Mensch. Ich sollte eigentlich nur noch die Fresse halten. Das wäre eigentlich die ideale Lösung. Web, 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 web. Ja, man merkt eindeutig, die Insel ist wirklich ein Ticken größer als geplant worden ist. Aber wir sind ja gleich durch. Okay, ich überlege gerade, wie ich das hier mit dem Wasser gestalte. Ich glaube, ich weiß es. Das werden wir einfach gleich durch Pflastersteine ersetzen. So. Scheiße. Jetzt habe ich gerade meinen eigenen Plan boykottiert. Denn ich habe es jetzt so gemacht, dass ich jetzt doch den Grund durch Steine ersetze. Ach, was soll's. Was soll's. Dann machen wir es eben so. Jetzt habe ich es nicht anders gewollt. Jetzt machen wir es so. Dann werden wir den Rand eben so gestalten. So, ihr merkt schon, wie das sich entwickeln soll. Auf den Steinen werden wir jetzt die Mauer bauen. Wir werden nicht mal annähernd genug von denen haben. Das wird niemals reichen, um in diesem Part überhaupt irgendwas zu drehen. Dafür habe ich mir jetzt zu viel rausgenommen. So. Aber auf jeden Fall schon mal der Rand gezeichnet. Das ist doch schon mal was. Und immer schön hier am Rand. Genau. Puh.
Genau, und das Gras entwickelt sich auch langsam, wird saftig grün. Boah, ich habe Hunger. Ich glaube, ich esse kurz die Banane, die neben mir liegt. Also ich esse sie nicht so auf, während ihr wartet. Wollt nur mal reinbeißen. Genau. Denn bei Lord Manister gibt es nur Obst im Haus. Und Pizza. Aber da ist ja praktisch Obst drauf. So, jetzt sind unser Steinvorkommen ist erschöpft. Bitte, lass da ein paar Steine drin sein. Knapp über 100. Das wird eine enge Kiste. Auf jeden Fall müssen wir im nächsten Part ordentlich Erz einsammeln. Kacke. Hätte nicht damit gerechnet. Ich hab's mal wieder unterschätzt. So ein Scheiß. Das hätte mir eigentlich nicht passieren dürfen. Aber gut, ist ja kein Beinbruch. So, ist ja auch in Ordnung. Die Mauer hätten wir sowieso in diesem Part nicht mehr vervollständigen können. Wo ich mir langsam Sorgen mache, dass wir nicht mal diesen Rahmen hier rumziehen können. So, habt ihr vielleicht mitgezählt? Dann können wir mal gucken, wie lange wir für eine Linie brauchen, wie viele Steine wir brauchen. Vielleicht kann von einer von euch ja mal zählen und in die Kommentare schreiben, wie viele Steine benötigt werden. Genau so. So soll es werden. So gefällt es mir. Ihr merkt schon, hier kommt jetzt immer eine riesige Mauer hin. Moment. Moment, Moment, Moment. Boah. Und 100 Steine sind. Nee, sind gar nicht weg. Es waren nur 64 eben. Werde ich mal verdeutlichen, was ich hiermit versucht habe. Ja, das ist ja Schwachsinn. Das war ja jetzt Schmock. Obwohl, den Rand können wir lassen an dem Becken. Das ist gar nicht mal so dumm. Moment, ich ziehe das mal hier rüber, damit ihr wisst, was ich meine. Das bleibt einfach. Ja, und hier ziehen wir dann die andere Mauer lang, damit wir eben immer so ein bisschen Wasser haben, ne? Ein schönes Wasserbecken, einfach auch nur für die Optik. Es hat jetzt nicht so einen besonderen Hintergrund. Web, 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 web. Na, komm. Bringen wir es zu Ende. Ich finde, allein diese Pflastersteine machen schon richtig was her. Das ist das Billigste, was man eigentlich bekommen kann. Die machen schon richtig was her. Ah, gefällt uns das? Gefällt uns das? Da muss ich noch überlegen. Vielleicht habt ihr eine Idee, wie wir das machen. Ob die einfach am Rand bleiben, die Steine. Ach, ich weiß es noch nicht so genau. Auf jeden Fall schön. Die Insel nimmt richtig Kontur an. Finde ich sehr geil. Ich hoffe, ihr merkt auch einen schönen Unterschied. Vorher war das hier einfach nur ein riesiger Hügel. Auf jeden Fall, ich weiß nicht direkt, ob es angebracht ist oder ob euch der Part jetzt sehr gut gefallen hat. Mir kam er so ein bisschen extrem durcheinander vor, aber das wird sich alles noch legen, da bin ich mir ganz sicher. Sonst, ne? Das wird sich legen. Ich bin da guter Dinge. Ich muss mir eben eine Lösung überlegen. Vielleicht sollte ich die Kommentare aufnehmen und dann abspielen. Das wär's. Das klingt aber alles irgendwie so doof. Das klingt wie so ein Moff. Ja, stimmt. Wir müssen erstmal eine Tür bauen. Und ein Schild. Wo gibt es hier Schilde? Kacke. Wo ist hier ein Schild? Ich brauche ein Schild. Nein, das ist wahrscheinlich hier hinten irgendwo, ne? Das ist ja nicht sowas. Da hinten. Ganz weit hinten. So. Ja, wie gesagt, und was ihr mit den 200 oder was du, Schoti, mit den 200 Abonnenten gesagt hast, das werde ich dann bei einer höheren Abonnentenzahl nach dem Minister-Building machen. Ihr wisst ja, für jede 100 Abonnentenzahl gibt es einen Buchstaben im Minister-Building dazu. Jo. Und das wären dann wie viele? 700 Abonnenten? Moment. Für den YouTube-Einstieg, sprich sozusagen 0 Abonnenten, gab es das M, 100A, 200N, 300i, 400s, 500t, 600e, 700r, genau. 800 Abonnenten, da könnte ich dann vielleicht den Let's Play Minecraft Atlantis 800 Namen, ist ja sowieso viel geiler, kommt dann richtig hyper rüber. Da muss ich dann mit ein paar Kumpels zusammen wohl eher diese Dinger errichten. Ich glaube, alleine 800 Schilde, das könnte ein bisschen dauern. Wie viel Zeit haben wir noch? Oh, perfekt, 5 Minuten. Die eignen sich perfekt, um unser Haus nochmal zu reparieren. Und Ümit Rittmeier nochmal zu ehren. Moment, wir sprinten mal. Ja, Leute. So geht ein Part von dannen. Ein dieser Ausdruck. So. Ümit Rittmeier. Jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst. Da hinten, guck, ich wäre in die andere Richtung gegangen.
Dieser Mann und sein Haus. Einfach brillant. Gestorben bin ich leider an diesem Part. So, okay. Gleich sind wir da. Oh Mann, ey, ich brauche echt ein Motorboot. Es kommt alles noch. Das kommt alles noch. So. Jetzt hauen wir ein bisschen Stein raus, auch wenn ihr kaum was seht. Wap, wap. Wir brauchen jede Menge Stein. Ah, das Dreckstück ist aus Holz. Nein. Oh, Kacke. Haben wir eine Axt? Ja. Das blöde Haus ist aus Holz. Soll ich total vergessen. Mist. Gut, dann werde ich den Baum suchen. Komm her, du. Oh ja, so läuft das. Auf jeden Fall noch ein bisschen gepunktet. Jetzt geht hier alles schnell vonstatten. Den Baum komplett fällen. Ich hoffe, ich kann ihn bis zur Wurzel vernichten. Boah, ich sehe wirklich gerade gar nichts. Außerdem sind die Feinde im Anmarsch. Wir müssen uns beeilen. So, haben wir hier noch eine Schaufel vor Ort? Natürlich, ja doch, doch, da ist eine. So. Damit werden wir jetzt ein bisschen Erde ausheben. Ist ja egal, ob wir die nun von hier und der ist sowieso alles zerbombt. Ich will nur nicht von meinem Haus fehlende Erde haben. Mann. Oh. Zwei Setzlinge. Ah ja, perfekt. Der Baum wurde abgebaut. Sieht nämlich nicht so schön aus, wenn der da so abhängt. Ohne Stamm. Okay. Oh! Nein! Okay, Moment. Schwert. Schwert zücken. Gut. Und? Eigentlich habe ich keine Zeit für dich, aber ich werde mir die Zeit doch noch nehmen. So, und das soll es auch gewesen sein. Okay, jetzt werden wir hier noch die Löcher stopfen. Nee, das lassen wir aus. Das bleibt ein Denkmal, aber wäre schon schön, wenn der Eingang ein bisschen, ein bisschen Halt hat. Super. Und ich sehe gerade schon, unser Haus ist doch aus Stein. Natürlich, wir haben ja einen Mantel drum gesetzt. Das habe ich total vergessen. Aber erstmal das hier zu Ende machen, dann um die nächsten Sorgen kümmern. So, wie regeln wir jetzt das Problemchen? Nur ein bisschen mehr Erde. Okay. Puh, jetzt bin ich aber auch wirklich alle. Also der Part hat mich ganz schön geschafft. Muss ich echt sagen. Aber gut, gleich erstmal meine Banane aufessen. Kann ich eigentlich auch jetzt machen. Okay. Moment. So. Boah, richtig geschickt. Okay. Dann haben wir das gepackt. Und noch. Ja, genau die Tür. Super. Damit wäre unser Haus wieder hergestellt. Ich frage mich trotzdem, wie das passiert ist. Erstmal schlafen gehen. Und noch ein bisschen was von der Banane essen. Scheiße, jetzt ist mir ein Stift runtergefallen. Ich habe auch keinen Bock mehr. Mann. Okay, da brennen sie. Super, jetzt werden wir nur noch Üme Drittmeier. Oh Gott. Beilung, Beilung. Oh, und was zu essen brauche ich auch. Da bin ich ja wirklich brillant aus dem Haus rausgegangen. Echt schlau gemacht, Mannister, wirklich. Kacke, wenn ich jetzt sterbe, dann landen alle Sachen einfach auf dem Grund des Sees. So, den Typen geschickt ausgewichen. Jetzt naschen wir unter Wasser ein Steak. Oh. Unglaublich, dass das geht. Ach Gott. Okay. Da ist auch schon unser Nachbar, Ümit. Ümit Rittmeier. Okay. Ich frage mich nur, was er da macht. Baden? Ich weiß es gar nicht. Okay. Oh, noch alles voll mit diesem Viehzeug. Puh. Aha. Vielleicht die letzte Ladung Sprengpulver, die wir brauchen. Ganz vorsichtig vorgehen. Wap. Bisschen zurück. Die Zeit nehmen wir uns doch noch. Moment. Und. Klatsch. Klatsch.
Ich komm. Nein, nein! Oh, weg mit damit! Oh Gott! Oh Mann! Oh, jetzt haben wir auch noch bei Ümit ein Loch verursacht. Oh, diese die Queen sind solche Höllengeschöpfe. Mann! Oh, jetzt setzen wir das Schild und bringen es zu Ende. Ein Hoch auf Ümit! Wie schreibt man denn das? Erstmal ein Ü. So, wo ist das Ü? Wo ist es? Ach, da unten. Ja, warum ist der wichtigste Umlaut, einer der wichtigsten Umlaute so versteckt? So, ich würde Maya jetzt einfach so schreiben, wie ich es, ja, mit I, sagen wir es so. Ich weiß jetzt nicht, ob das richtig ist. Ich werde mal nachgucken. Ja, es wird schon so stimmen, denke ich mal. Ja, und damit hätten wir das Textschild, die Textzeile für das Schild. Ümit Rittmeier, damit wurde er honoriert. Oh nein, natürlich muss es ja auch nach oben in die Mitte. Ach, kacke. Aber ich habe ja sowieso nicht bestätigt, deswegen ist das ja auch in Ordnung. Eine göttliche Fügung. Ümit. Na, dass ich das noch so hinziehe, wie so ein zäher Kaugummi. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat dennoch der Part heute gefallen. Und ja, es lief alles ein bisschen verplant, gebe ich zu, aber sowas passiert nun mal. Und ja. Setzt unter die Gesetze in die Kommentare, was ihr wissen wollt über mich, was ihr hinzufügen könnt an Tipps. Und ich wünsche euch noch ein schönes, wunderschönes Wochenende, wollte ich gerade sagen. Macht aber keinen Sinn und deswegen sage ich Tschüss. Macht's gut, Leute. Tschüss.